Meditation zur Problembewältigung durch Selbsthypnose vor unterwegs, vor den Alltag, vor zwischendurch. Du hast dieses Video ausgewählt, weil du vermutlich lernen möchtest, wie du dich im Alltag und unterwegs entspannen und vollkommen auf dich konzentrieren kannst. Es dir womöglich die Zeit nicht erlaubt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen oder weil du einfach etwas Neues ausprobieren möchtest, was ganz für dich allein bestimmt ist. Welche Gründe auch immer dich zu diesem Video führten, hier werde ich dir erklären, wie du dir selbst etwas Gutes tun kannst, vielleicht entspannter den Alltag meistern kannst, besser mit Angst, Stress oder Schmerzen umgehen kannst oder auch einen anderen Zugang zu dir bekommst und dadurch mit anderen Augen auf Lösungen kommst, wenn deine innere Stimme zu dir spricht. Du wirst erfahren, wie es sich anfühlt, wenn dein Unterbewusstsein mit deinem Bewusstsein Kontakt aufnimmt und dir Wege und Möglichkeiten eröffnet, die dein wacher Verstand und dein Alltagsdenken nicht wahrnehmen oder sehen kann. Bei dieser Form der Selbsthypnose geht es nicht darum, in tiefe Trance zu kommen, sondern einen entspannten Weg zu dir selbst zu finden, während du trotzdem alles um dich herum wahrnimmst und zu jeder Zeit handlungsfähig bist und bleibst. Wenn du genau hinschaust, wirst du für dich die richtigen Situationen oder Zeitpunkte finden, wo du einfach nur einen Moment für dich da sein kannst. Unabhängig von dem, was gerade war, ist oder sein wird an diesem Tag. Sei es bei einem entspannten Bad, nach Feierabend auf dem Sofa, oder sei es in Momenten, wo du gerade nicht gebraucht wirst. Zum Beispiel bei einer langen Autofahrt als Beifahrer. Oder vielleicht musst du länger beim Arzt warten. Vielleicht hast du aber auch einen Hund und du gehst viel durch Wald. Welche Momente auch immer für dich in Frage kommen, du wirst sie am besten erkennen und von nun an anders nutzen können als gewöhnlich. Und zwar nur für dich ganz allein, um dir Gutes zu tun. Wenn du den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt für dich gefunden hast, dann fang bitte ganz langsam an, dich einfach nur auf deine Atmung zu konzentrieren. Atme tief ein und wieder aus. Stell dir dabei vor, mit jedem Einatmen atmest du Ruhe und Entspannung ein und bei jedem Ausatmen allen Stress, aktuelle Sorgen oder Gedanken ausatmen. Du atmest neue frische Luft ein und alte belastete Luft aus. Du kannst die Augen dabei schließen oder offen lassen, je nachdem, wo du dich befindest. Falls du deine Augen geöffnet lassen möchtest, fixiere mit deinen Augen einen bestimmten Punkt in deiner Umgebung und konzentriere dich darauf, um dein Bewusstsein abzulenken, so dass dein Unterbewusstsein aufnahmefähiger werden kann. Wenn du draußen bist, suche dir einen fixen Punkt in der Ferne. Das kann das Ende einer langen Straße sein oder eine Erhebung oder ein Wald. Wenn du zu Hause bist, vielleicht einen fixen Punkt, den man aus dem Fenster anschauen kann oder einfach einen Fleck an der Decke oder ein Bild an der Wand. Wenn du im Auto als Beifahrer sitzt, schau einfach in die Ferne und lass alles vorbeiziehen, wie in einem Film, den du nur anschaust, ohne genau hinzuschauen. Alle Geräusche, die du hörst, unterstützen dich, vollkommen auf deine Atmung zu konzentrieren.
jedes einzelne Geräusch, was du wahrnimmst, wird ein Teil deiner Hypnose. Lass die Geräusche kommen und gehen, lauter und leiser werden. Du musst sie nicht alle benennen oder darüber nachdenken. Jedes Mal, wenn du ein Geräusch hörst, wirst du dir wieder deine Atmung bewusster und sinkst somit zurück oder auch tiefer in deinen entspannten Zustand. Mit jedem Atemzug wird dein Puls langsamer und alles fängt an, sich zu beruhigen in dir. Du bist innerlich entspannter geworden und nimmst trotzdem alles wahr, was um dich herum passiert. Je nachdem, wo du dich in deiner eigenen Zeit befindest, wirst du Geräusche hören, Menschen sehen, Bewegungen wahrnehmen, den Wind, die Sonne oder den Regen spüren. Vielleicht hörst du Musik oder vielleicht liebst du die völlige Ruhe und kannst nur deine eigenen Geräusche hören. Und auch wenn du in deiner Entspannung oder Selbsthypnose unterbrochen werden solltest, ist das kein Problem für dich, denn mit jeder Unterbrechung wirst du ein klein wenig tiefer in deine nächste Entspannungsphase gleiten. Jetzt kannst du ganz ruhig und gelassen sein, denn du bist für dich allein und kannst diesen friedlichen Zustand ganz für dich nutzen. Nun lasse einfach deine Gedanken fließen. Und Gedanken, die jetzt in diesem Moment nicht wichtig sind, lass sie vorbeiziehen wie Wolken. Dein Unterbewusstsein wird dir zeigen, womit genau du dich gerade nicht wohlfühlst. Oder ein Gedanke wird immer und immer wieder erscheinen. Nun hast du die Möglichkeit, in deinem entspannten Zustand diesen Gedanken aufzugreifen, der dir am wichtigsten erscheint, um ganz genau zu spüren, wie er sich anfühlt. Nun kannst du dir Fragen dazu stellen, die dir helfen, einen Weg zu finden, mit diesem Problem, dieser Sache, dieser Person, deinem Unwohlsein, auf den unbewussten Gefühlsebene besser damit umzugehen. Kannst du die Sache ändern? Wenn ja, was wären Möglichkeiten, womit du dich wohlfühlst? Nicht vor anderen, sondern vor dich. Wenn du nichts ändern kannst, dann versuche erstmal zu akzeptieren, dass in mir und jetzt nichts zu tun ist. Lass los davon und konzentriere dich auf einen anderen Gedanken, der dir wichtig erscheint. Falls du zwischendurch bemerkst, dass du blockierst, dass deine Gedanken anfangen, sich zu überschlagen, dass du nicht mehr konzentriert auf deine Sache bist oder vielleicht auch unterbrochen wurdest, geh wieder zurück zu deiner Atmung. Nimm 4 bis 5 ganz tiefe Atemzüge und atme genauso langsam wieder aus, wie du eingeatmet hast. Das wird dir helfen, wieder zurück zu dir und deiner inneren Quelle zu gelangen. Wenn dein Unterbewusstsein dir Wege aufzeigt, fühle, wie du dich mit diesen Möglichkeiten fühlst. Und wie du dein Ziel so erreichen kannst, dass es dir wirklich gut geht damit. Denke dabei nicht an die anderen, denke dabei bitte nur an dich.
Denn wenn du dich wohlfühlst, strahlst du auch eine Kraft und Energie an anderen aus und sie werden spüren, dass du völlig klar bei der Sache bist. Stelle dir alles bildlich vor, wie es sein wird, wenn du diese oder jene Entscheidung triffst. Wie wirst du sein? Wie wirst du agieren? Wie wirst du auftreten? Wie wird es denn sein, wenn dein Zielzustand eingetreten ist? Wie fühlst du dich dann? Wie ist deine Körperhaltung? Wie verhalten sich andere Menschen dir gegenüber? Je mehr du dir alles vorstellst, desto mehr wird es zu deiner Wirklichkeit und du wirst anfangen, dich so zu verhalten, wie du gerade dein Unterbewusstsein programmiert hast. In diesem Zustand bist du offen für positive Bilder und neue Ideen und Möglichkeiten. Formuliere deine eigene Suggestion positiv. Zum Beispiel, ich werde jeden Tag selbstbewusster. Ich werde jeden Tag gesünder leben als der Tag zuvor. Ich werde mich mehr durchsetzen. Oder anfangen, meine Wünsche zu äußern. Ich werde zu dieser oder jene Sache Nein sagen und mich mit dieser Entscheidung besser und freier fühlen. Ich werde von Tag zu Tag unabhängiger. Ich werde mich von nun ab mehr um mich kümmern. Durch die Wiederholung in deine eigenen kurzen positiven Suggestionen beginnen sich diese Sätze in deinem Unterbewusstsein zu verankern. All das wird dir helfen, im Alltag ruhiger und gelassener zu sein. Denn in deinem Unterbewusstsein sitzt ein unbegrenztes Vertrauen in deine Fähigkeiten und der starke Wille, alles und jedes, das dir nutzt, auch in die Tat umzusetzen. Um dich nun wieder langsam in das Hier und Jetzt zu bringen, brauchst du nichts weiter tun, als einfach erstmal alles genauso dabei zu belassen, wie es in diesem Moment ist und was du gerade getan hast, denn das war für dich trotz der Entspannung eine Form von emotionaler Arbeit, die vielleicht für dich erschöpfend und befreiend zugleich war. Nun atme bitte wieder bewusst ein paar Mal tief ein und aus und mit jedem Atemzug mehr wirst du wieder langsam zurück in das Hier und Jetzt finden. Wenn du deine Augen während deiner Selbsthypnose geschlossen hattest, beginnen die Geräusche um dich herum wieder verstärkt wahrzunehmen und spüre deinen Körper, wie dein Puls langsam wieder in den Normalzustand zurückkommt. Wenn es dir hilft, kannst du auch innerlich von 3 auf 1 runterzählen und bei 1 machst du deine Augen wieder auf und du bist klar und wach. Falls du deine Augen geöffnet hattest, weil du unterwegs warst, fixiere bitte wieder deinen Punkt oder einen anderen Punkt oder suche dir etwas, wo du mit deinen Augen etwas länger verweilen kannst, um dich ganz langsam wieder körperlich und geistig in deine Umgebung einzufühlen. Du nimmst deine Umwelt wieder mehr und mehr wahr und kommst völlig zurück, ruhig und befreit in das Hier und Jetzt. Mit jedem Atemzug holst du dich nun Schritt für Schritt zurück. Du wirst deine Gedanken, die du gerade durch dein Unterbewusstsein bearbeitet hast, weiter in dir tragen. Sie werden sich verfestigen und dir nun auch in deinem Bewusstsein immer wieder erscheinen.
wenn du bewusst an diese Lösungen, die dir dein Unterbewusstsein eröffnet hat, denkst, sage dir immer wieder deine eigenen Sätze, die dir bei der Lösungsfindung geholfen haben. Oder stell dir vor, dass deine in Gedanken gesprochenen Suggestionen sich jede Nacht, während du schläfst, so oft und lange wiederholen, bis sie wirken und so lange, bis du sie benötigst. Sie werden im Alltag deine Handlungen unbewusst verstärken und dir die Kraft und nötige Ruhe geben, damit die Dinge, die schwierig waren, nun für dich so gelöst werden können, so dass du dich wieder wohler fühlst und du immer mehr im Einklang mit dir und der Umwelt bist. Es wird funktionieren, denn dein Unterbewusstsein will stets das Beste für dich erreichen. Meditation zur Problembewältigung durch Selbsthypnose vor unterwegs, vor den Alltag, vor zwischendurch. Du hast dieses Video ausgewählt, weil du vermutlich lernen möchtest, wie du dich im Alltag und unterwegs entspannen und vollkommen auf dich konzentrieren kannst. Es dir womöglich die Zeit nicht erlaubt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, oder weil du einfach etwas Neues ausprobieren möchtest, was ganz für dich allein bestimmt ist. Welche Gründe auch immer dich zu diesem Video führten, hier werde ich dir erklären, wie du dir selbst etwas Gutes tun kannst, vielleicht entspannter den Alltag meistern kannst, besser mit Angst, Stress oder Schmerzen umgehen kannst oder auch einen anderen Zugang zu dir bekommst, und dadurch mit anderen Augen auf Lösungen kommst, wenn deine innere Stimme zu dir spricht. Du wirst erfahren, wie es sich anfühlt, wenn dein Unterbewusstsein mit deinem Bewusstsein Kontakt aufnimmt und dir Wege und Möglichkeiten eröffnet, die dein wacher Verstand und dein Alltagsdenken nicht wahrnehmen oder sehen kann. Bei dieser Form der Selbsthypnose geht es nicht darum, in tiefe Trance zu kommen, sondern einen entspannten Weg zu dir selbst zu finden, während du trotzdem alles um dich herum wahrnimmst und zu jeder Zeit handlungsfähig bist und bleibst. Wenn du genau hinschaust, wirst du für dich die richtigen Situationen oder Zeitpunkte finden, wo du einfach nur einen Moment für dich da sein kannst. Unabhängig von dem, was gerade war, ist oder sein wird an diesem Tag. Sei es bei einem entspannten Bad, nach Feierabend auf dem Sofa oder sei es in Momenten, wo du gerade nicht gebraucht wirst. Zum Beispiel bei einer langen Autofahrt als Beifahrer. Oder vielleicht musst du länger beim Arzt warten. Vielleicht hast du aber auch einen Hund und du gehst viel durch Wald. Welche Momente auch immer für dich in Frage kommen, du wirst sie am besten erkennen und von nun an anders nutzen können als gewöhnlich. Und zwar nur für dich ganz allein, um dir Gutes zu tun.
Wenn du den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt für dich gefunden hast, dann fang bitte ganz langsam an, dich einfach nur auf deine Atmung zu konzentrieren. Atme tief ein und wieder aus. Stell dir dabei vor, mit jedem Einatmen atmest du Ruhe und Entspannung ein und bei jedem Ausatmen allen Stress, aktuelle Sorgen oder Gedanken ausatmen. Du atmest neue frische Luft ein und alte belastete Luft aus. Du kannst die Augen dabei schließen oder offen lassen, je nachdem, wo du dich befindest. Falls du deine Augen geöffnet lassen möchtest, fixiere mit deinen Augen einen bestimmten Punkt in deiner Umgebung und konzentriere dich darauf, um dein Bewusstsein abzulenken, so dass dein Unterbewusstsein aufnahmefähiger werden kann. Wenn du draußen bist, suche dir einen fixen Punkt in der Ferne. Das kann das Ende einer langen Straße sein oder eine Erhebung oder ein Wald. Wenn du zu Hause bist, vielleicht einen fixen Punkt, den man aus dem Fenster anschauen kann, oder einfach einen Fleck an der Decke oder ein Bild an der Wand. Wenn du im Auto als Beifahrer sitzt, schau einfach in die Ferne und lass alles vorbeiziehen, wie in einem Film, den du nur anschaust, ohne genau hinzuschauen. Alle Geräusche, die du hörst, unterstützen dich, vollkommen auf deine Atmung zu konzentrieren. Jedes einzelne Geräusch, was du wahrnimmst, wird ein Teil deiner Hypnose. Lass die Geräusche kommen und gehen, lauter und leiser werden. Du musst sie nicht alle benennen oder darüber nachdenken. Jedes Mal, wenn du ein Geräusch hörst, wirst du dir wieder deine Atmung bewusster und sinkst somit zurück oder auch tiefer in deinen entspannten Zustand. Mit jedem Atemzug wird dein Puls langsamer. Und alles fängt an, sich zu beruhigen in dir. Du bist innerlich entspannter geworden und nimmst trotzdem alles wahr, was um dich herum passiert. Je nachdem, wo du dich in deiner eigenen Zeit befindest, wirst du Geräusche hören, Menschen sehen, Bewegungen wahrnehmen, den Wind, die Sonne oder den Regen spüren. Vielleicht hörst du Musik oder vielleicht liebst du die völlige Ruhe und kannst nur deine eigenen Geräusche hören. Und auch wenn du in deiner Entspannung oder Selbsthypnose unterbrochen werden solltest, ist das kein Problem für dich. Denn mit jeder Unterbrechung wirst du ein klein wenig tiefer in deine nächste Entspannungsphase gleiten. Jetzt kannst du ganz ruhig und gelassen sein, denn du bist für dich allein und kannst diesen friedlichen Zustand ganz für dich nutzen. Nun lasse einfach deine Gedanken fließen und Gedanken, die jetzt in diesem Moment nicht wichtig sind, lass sie vorbeiziehen wie Wolken. Dein Unterbewusstsein wird dir zeigen, womit genau du dich gerade nicht wohlfühlst. Oder ein Gedanke wird immer und immer wieder erscheinen. Nun hast du die Möglichkeit, in deinem entspannten Zustand diesen Gedanken aufzugreifen, der dir am wichtigsten erscheint, und ganz genau zu spüren, wie er sich anfühlt.
Nun kannst du dir Fragen dazu stellen, die dir helfen, einen Weg zu finden mit diesem Problem, dieser Sache, dieser Person, deinem Unwohlsein auf den unbewussten Gefühlsebenen besser damit umzugehen. Kannst du die Sache ändern? Wenn ja, was wären Möglichkeiten, womit du dich wohlfühlst? Nicht vor anderen, sondern vor dich. Wenn du nichts ändern kannst, dann versuche erstmal zu akzeptieren, dass in mir und jetzt nichts zu tun ist. Lass los davon und konzentriere dich auf einen anderen Gedanken, der dir wichtig erscheint. Falls du zwischendurch bemerkst, dass du blockierst, dass deine Gedanken anfangen, sich zu überschlagen, dass du nicht mehr konzentriert auf deine Sache bist oder vielleicht auch unterbrochen wurdest, geh wieder zurück zu deiner Atmung. Nimm 4 bis 5 ganz tiefe Atemzüge und atme genauso langsam wieder aus, wie du eingeatmet hast. Das wird dir helfen, wieder zurück zu dir und deiner inneren Quelle zu gelangen. Wenn dein Unterbewusstsein dir Wege aufzeigt, fühle, wie du dich mit diesen Möglichkeiten fühlst und wie du dein Ziel so erreichen kannst, dass es dir wirklich gut geht damit. Denke dabei nicht an die anderen. Denke dabei bitte nur an dich. Denn wenn du dich wohlfühlst, strahlst du auch eine Kraft und Energie an anderen aus und sie werden spüren, dass du völlig klar bei der Sache bist. Stelle dir alles bildlich vor, wie es sein wird, wenn du diese oder jene Entscheidung triffst. Wie wirst du sein? Wie wirst du agieren? Wie wirst du auftreten? Wie wird es denn sein, wenn dein Zielzustand eingetreten ist? Wie fühlst du dich dann? Wie ist deine Körperhaltung? Wie verhalten sich andere Menschen dir gegenüber? Je mehr du dir alles vorstellst, desto mehr wird es zu deiner Wirklichkeit und du wirst anfangen, dich so zu verhalten, wie du gerade dein Unterbewusstsein programmiert hast. In diesem Zustand bist du offen für positive Bilder und neue Ideen und Möglichkeiten. Formuliere deine eigene Suggestion positiv. Zum Beispiel, ich werde jeden Tag selbstbewusster. Ich werde jeden Tag gesünder leben als der Tag zuvor. Ich werde mich mehr durchsetzen. Oder anfangen, meine Wünsche zu äußern. Ich werde zu dieser oder jene Sache Nein sagen und mich mit dieser Entscheidung besser und freier fühlen. Ich werde von Tag zu Tag unabhängiger. Ich werde mich von nun ab mehr um mich kümmern. Durch die Wiederholungen deiner eigenen kurzen positiven Suggestionen beginnen sich diese Sätze in deinem Unterbewusstsein zu verankern. All das wird dir helfen, im Alltag ruhiger und gelassener zu sein. Denn in deinem Unterbewusstsein sitzt ein unbegrenztes Vertrauen in deine Fähigkeit und der starke Wille, alles und jedes, das dir nutzt, auch in die Tat umzusetzen. Um dich nun wieder langsam in das Hier und Jetzt zu bringen, brauchst du nichts weiter tun,
als einfach erstmal alles genauso dabei zu belassen, wie es in diesem Moment ist und was du gerade getan hast, denn das war für dich trotz der Entspannung eine Form von emotionaler Arbeit, die vielleicht für dich erschöpfend und befreiend zugleich war. Nun atme bitte wieder bewusst ein paar Mal tief ein und aus, und mit jedem Atemzug mehr wirst du wieder langsam zurück in das Hier und Jetzt finden. Wenn du deine Augen während deiner Selbsthypnose geschlossen hattest, beginne die Geräusche um dich herum wieder verstärkt wahrzunehmen und spüre deinen Körper, und wie dein Puls langsam wieder in den Normalzustand zurückkommt. Wenn es dir hilft, kannst du auch innerlich von 3 auf 1 runterzählen, und bei 1 machst du deine Augen wieder auf und du bist klar und wach. Falls du deine Augen geöffnet hattest, weil du unterwegs warst, fixiere bitte wieder deinen Punkt oder einen anderen Punkt oder suche dir etwas, wo du mit deinen Augen etwas länger verweilen kannst, um dich ganz langsam wieder körperlich und geistig in deine Umgebung einzufühlen. Du nimmst deine Umwelt wieder mehr und mehr wahr und kommst völlig zurück, ruhig und befreit in das Hier und Jetzt. Mit jedem Atemzug holst du dich nun Schritt für Schritt zurück. Du wirst deine Gedanken, die du gerade durch dein Unterbewusstsein bearbeitet hast, weiter in dir tragen. Sie werden sich verfestigen und dir nun auch in deinem Bewusstsein immer wieder erscheinen. Wenn du bewusst an diese Lösungen, die dir dein Unterbewusstsein eröffnet hat, denkst, sage dir immer wieder deine eigenen Sätze, die dir bei der Lösungsfindung geholfen haben, oder stell dir vor, dass deine in Gedanken gesprochene Suggestionen sich jede Nacht, während du schläfst, so oft und lange wiederholen, bis sie wirken und so lange, bis du sie benötigst. Sie werden im Alltag deine Handlungen unbewusst verstärken und dir die Kraft und nötige Ruhe geben, damit die Dinge, die schwierig waren, nun für dich so gelöst werden können, so dass du dich wieder wohler fühlst und du immer mehr im Einklang mit dir und der Umwelt bist. Es wird funktionieren, denn dein Unterbewusstsein will stets das Beste für dich erreichen.